Hallo und herzlich willkommen zurück zu Witcher 3. Wir sind noch auf der Suche nach der Wolfsschulenausrüstung, beziehungsweise wieder auf der Suche nach der Wolfsschulenausrüstung. Immer noch auf den Skelligen. Momentan bin ich im Osten von der Hauptinsel, hier unten auf dieser etwas größeren Nebeninsel. Und hier sollen wir die Verbesserung der Wolfsschulenausrüstung finden, also gucken wir einfach mal. Die Handschuhe, um genau zu sein. Mir fehlen auch noch die überlegenen Sachen. Muss ich auch noch gleich gucken, wo wir die herkriegen. Zuerst markiere ich mir, wo ich hin will, bevor ich wieder zur falschen Wegmarke renne. So. Jetzt sind wir doch gar nicht mehr weit weg. Da sehe ich was. Das ist nur als grober Anhaltspunkt zu verstehen. Normalerweise ist es immer ziemlich genau da drauf, wo die Kiste und so weiter dann auch tatsächlich steht. Komme ich nicht hoch? Doch. Ja, doch. Aber ich glaube, es ist nicht vorgesehen. Nö. Ich sehe auch keinen Pfeil nach unten. Wo könnte es denn stecken? Na. Okay. Die Stiefel. Die Stiefel. Okay, gut. Dann war das wohl nicht gerade das, was ich aktiv habe. Aber man muss auch dazu sagen, der Questmarker war nicht wirklich genau da, wo die Truhe gestanden hat. Macht nichts. Wir haben sie ja trotzdem gefunden. So, dann suchen wir jetzt nach den Handschuhen. Die haben sich aber auf den anderen Inseln versteckt. Wie ich das mal so kenne, das ist da. Handschuhe und das andere ist da oben. Da gehen wir zuerst zu den Handschuhen. Hier ist erstmal die Schnellreisemarke. Wow, das Dorf hier hat echt schon mal bessere Zeiten gesehen. Ach ja, ich erinnere mich, hier waren wir schon mal. Das Dorf wurde ja von so einem Riesen angegriffen. Aber auch kein Mensch könnte so eine riesige Waffe schwingen, wie die, die da gerade in der Tür gesteckt hat. Das Feuer prasselt aber noch. Ja, dann müssen wir auch mal gucken, was wir da für Materialien für die Rüstung brauchen, wenn nur die Schemata sammeln, das reicht ja nicht. So, zur Hauptinsel. Hier hin. Welche Wegnamen nehmen wir jetzt? Ich würde sagen, die hier. Sieht näher aus. Und schon sind wir da. Im Fluss. War bestimmt durstig. Gideon. Der wäre schon die ganze Zeit da. War das nicht der Typ da vorne, bei dem wir den Brief gefunden haben? Möglich. So, und hier in der Ruine
Sieht doch so verdächtig danach aus, als könnten wir ihn. Oh oh. Ich glaube, ich weiß, was das für eine Ruine ist. Ich bin hier schon mal reingestolpert. Ist hier nicht ein Biss? Ja, unser Pferd ist auch schon unruhig. Ich kann es absolut verstehen. Schauen wir doch mal. Der hatte mich das letzte Mal böse zugerichtet. Ist immer noch ziemlich stark. Aber wir haben einen guten Schwert, das dürfte ihm schon ein bisschen zusetzen. Ich weiß, ich könnte sowas Mausrad schneller auswählen, aber... Au. Bluten ist besser, als wenn er sich selbst heilt. Weiß nicht, was er da macht. Joa, gut, jetzt weiß ich, was er da macht. Er blendet mich offensichtlich. Ran off to its lair to lick its wounds. Need to track it down. Der vermisste Sohn. Ich verstehe. Deswegen war ich schon mal hier. Das war eine Quest ab 30 aufwärts, glaube ich, und ich bin damals mit einem viel zu kleinen Level hier reingestolpert. Eat only the entrails. Fussy. Naja, wenn wir jetzt schon mal da sind, ne? Aber... Zuerst will ich auf noch die... Hallo? Das Schemata für die Waffe müsste doch auch irgendwo in der Nähe sein. Was war da? Ein Feuer? Ran this way. Okay. Da kümmern wir uns gleich drum. Nicht erwartet, dass in so einer Kiste ein Schema da drin ist. Dunkelstadt, also. Ist das verkehrt? Wir brauchen sicher einiges an Material, um die Rüstung herzustellen. Zwergenklingen-Schemata. Da haben wir doch eine Kiste. Aber kein Schema. Na komm. Genau. Bisschen lässig hier drüber schwingen. Was ist da in jedem das Gleiche drin? Vorstellen, dass wir da nicht so reinkommen. Schade. Ich dachte, wir könnten hier mal einen halbgeheimen Zugang finden. Ja. Might wanna look around some. Echt? Was du nicht sagst? Das bin ich auch gerade überhaupt nicht am machen. Das hier ist eingestürzt, da kommen wir nicht rein. Was Wesentliches übersehen. Ich werde noch mal kurz die Quest aktivieren für die Rüstungssuche, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass uns das viel Hinweise geben wird. Suche. Relativ weit unten. Hallo? Hallo? Hallo?
Das sagt uns gleich gar nichts. Jedenfalls nichts, das wir nicht schon wussten. Also hier ist der verschüttete Eingang. Kann ich mich auch nicht irgendwie reinquetschen. Ate only the entrails. Fussy. Er ist tot, das wissen wir auch schon. Keine Illusion, die uns hier irgendwie zurückhält. Markiert ja nur den inneren Kreis, also hätte ich jetzt erwartet, dass es doch nicht irgendwo eine Höhle gibt hier an der Seite. Wo es ja hier so an der Klippe danach aussieht, als könnte es eine Höhle geben. Da sieht nicht danach aus, als kommt man da hoch. Fang and claw wounds all over the body, but those indicate feeding. He died from a blow to the head. Ja, umgeworfene Schale anzünden, das macht Sinn. Ich da hoch. Wenn ja, nutzt mir das was. Nö. Ich bin schon bestimmt dreimal vorbeigelaufen. Boden. Ist ja auch kein Symbol, dass man den hier kaputt machen könnte, den Boden. Da oben an der Ecke hängt eine Kiste. Nicht wirklich, oder? Ich muss zugeben, dass das hier so typisch nach Aufgang aussieht. Und da haben wir auch die Schemata. Sehr schön. Gut, dann widmen wir uns jetzt mal dem Sohn. Besser gesagt, der Vater, der wissen wir, was mit seinem Sohn passiert ist, schon ziemlich lange. War das ein Hexerauftrag? Ich denke, ja. Genau, hier haben wir es. Ah ja, nicht 30 Aufwärts, aber es war damals auf jeden Fall zu hoch für mich. Der vermisste Sohn. Finde das Lager des Biests mit Hilfe deiner Hexersinne. Hula die Kula. Diese Richtung hatten wir ja schon festgestellt. Darunter. Schön über die Brücke gelaufen. Und da vorne in den Wald. Nee, doch nicht zum Fluss. Cross to the other side. Tut mir leid, da blinkt eine Kiste. Musste ich einfach mitnehmen. Der tote Bär. Da hinten haben wir. Da haben wir empfangen ein Signal. Was sagen wir, die roten Bäume? Came this way, toppling trees. Umgeworfen? Naja, in der Mitte abgerissen, hätte ich jetzt gesagt. Der ist ja wieder geheilt. Das war ungeschickt in die falsche Richtung gerollt.
nämlich im ersten Kampf gegen den, ich habe ihm nichts, aber auch gar nichts von seinen Lebenspunkten abgezogen. Man hat nicht mal gesehen, dass an seinem Lebensbalken irgendwas weggegangen ist. Autsch, langsam wird's kritisch. Ein bisschen geschickt an mich hier verhalten. Vorne von den Hörnern wegbleiben. Hat aber auch einen großen Radius. Ganz hinter ihn kommen wird schwierig. Einfach schwer, weil er sich immer mit einem mitdreht. Aber langsam aber sicher. Jetzt haben wir ihn. Puh. War mal wieder ein bisschen längerer Kampf seit einiger Zeit. So. Nehmen wir uns Monsterkot? Das will ich gerne mitnehmen. Schädel? Okay, Trophäe, alles gut, aber... Man darf nicht wählerisch sein. Na, sehr lecker. Ich sehe, seit dem letzten Update hat sich da unten, glaube ich, die Anzeige verändert. Ich sehe jetzt, welcher wollte nicht auf Plätze schießen, nein, wollte ich nicht. ich sehe quasi meine Armbrust da unten links. Und ich sehe, dass ich unendlich Munition habe. Ich könnte eigentlich mal die richtige Munition einlegen, beziehungsweise andere Munition einlegen. Schließlich haben wir sie ja. Das wäre schon mal ein Anfang. Macht auf jeden Fall mehr Schaden und wenn die leer sind, wechselt er ja sowieso wieder auf die anderen. Das sind Spaltbolzen. Durchbohrungsschaden, Silberschaden gegen Monster immer gut. So, dann werden wir mal durchsuchen das Lager des Biests. Was können wir denn hier noch finden? Ich meine, den Sohn. Oh, nee, bitte nicht, oder? Oh. Dead. Just dead. Avenge those boys. There's that at least. Der Biest stand wohl auf Köpfe. Na, lecker. Wir werden uns gleich wieder den Rüstungsteilen zuwenden, aber jetzt werde ich erstmal Oten Bescheid sagen. Bevor ich das tue, will ich mal gucken, wo der überhaupt ist, der Oten, bevor ich hier quer über alle Inseln... Ah, der ist in Ranwijk. Okay. Das Stück können wir reiten, das ist jetzt auch nicht so weit. Ein, oder folgen wir dem Weg? Slow now. Whoa. Haben wir da etwa Banditen gefunden? Sieht aus, als würden sie uns freundlich Hallo sagen wollen. Oh, das hast du nicht auf mich geschossen, oder? Wow. Blocken können sie. Aber das ging nicht auf Dauer gut.
schließt auch echt nicht auf den Hexer. Das ist eine ziemlich dumme Idee. Nein, nein, deren Ramsch nehmen wir nicht mit. Oh, wilde Pferde. Bist du mit dir? Ach so, ihr wart hier vorher in dem Lager. Oh, okay, gut. Ich meine, ein Wort des Dankes wäre wahrscheinlich auch zu viel verlangt. Dann gucke ich mal selbst mal mit meiner Belohnung. Danke, das ist sehr großzügig von euch. Nicht eifersüchtig werden, Blitze. Tut mir leid, das musste ich jetzt einfach mal gerade machen. Ich glaube, ich bin bis auf das eine Mal auf dem schwarzen Pferd noch nie auf einem anderen Gaul geritten, also auf, außer auf Blitze. Und sie wird das, oder er wird das verkraften. Naja, die hübschesten sind sie nicht, aber dafür wahrscheinlich sehr robust. Das müssen sie hier in der Gegend auch sein. Greetings. Any tidings? Ja, deswegen sind wir hier, wenn wir auch keine guten Nachrichten überbringen können. Bad ones. Your son's dead, killed by a fiend. All I could do was avenge him. I told him, Sonny, nothing good ever came out of Pharaoh. Stay home. Your time will yet come for adventures and glory. Your reward. This gold brought me no luck. May it serve you better. You're jones about your deeds already, you know that. Ja, tut mir echt leid, dass wir ihm, seinem Sohn, nicht helfen konnten, aber das ist wohl meistens so. Ach, wie süß. Das Pferd hat gerade den Jungen umgerannt. Er hat hey gesagt. So, jetzt fehlt uns noch ein Teil von der Rüstung. Oder von dieser Schatzsuche. Das ist ein Teil der Schatzsuche. Schnell reinschauen. Das war Schatzsuche. Ehrenschule, jetzt war ich zu weit. Da. Die Hose fehlt uns noch. Dem alten Mann. Ist der jetzt schon weg? Entschuldigung. Ist das jetzt immer noch brav? Lässt sich tatsächlich immer noch reden. Reiten, nicht reden. Der alte Mann ist verschwunden. Ne? Ich wollte ihn noch etwas aufmuntern. Aber wie kann man jemanden aufmuntern, der seinen Sohn verloren hat? Schwierig. War er das? Oh. Nein, ich glaube, er war es nicht. Wenn wir hier die Wegmarke benutzen, das letzte Teil war ja wieder auf einer anderen Insel. Svolak. Reisen wir mal nach Svolak. Ich weiß gar nicht, war ich schon mal in Svolak? We Freya to thank for sending you our way. Hm. Stadt kommt mir bekannt vor, liegt aber vielleicht auch daran, dass hier alles irgendwie sehr ähnlich aussieht. So, nehmen wir wieder Plätze. Das andere Pferd ist uns ja nicht gefolgt bisher. Reite ich in die richtige Richtung? Wahrscheinlich nicht. Nein, genau die andere Richtung. Mein Orientierungssinn. Unglaublich. Ah ja, doch, hier. Das war doch, da mussten wir doch dem Clanführer helfen, seine Geister zu besiegen. Oder diesen einen bösen Geist zu besiegen.
gerade sagen. Das da oben sieht doch aus nach Ruine. Banditen. Oh. Tut mir leid. Wow, den haben wir gerade in den Boden reingetrascht. Naja, die haben halt auch nur ganz einfache Waffen dabei. Was ist mit dem? Wow, what? Hallo? Oh. Zum Glück hat er nicht tiefer gezielt, sonst hätte ich noch einen Feind ins Knie gekriegt. Bist du gerade da runtergesprungen? Hat dich nicht gerettet. Nicht im geringsten. Nun, da hier Ruhe eingekehrt ist, können wir auch mal nach dem Schema suchen. Nanu. Ein Beilkopf. Kann es nicht erkennen, wo er dieses Beil hat. Alles nichts Besonderes. Wir sind ja wegen dem Schema hier. Wenig elegant. Das Ganze nochmal in richtig. Sehen jetzt auch ein bisschen anders aus seit dem Update. Gar nicht so richtig mitbekommen, was die alles geändert haben. So, wo ist jetzt... Wo ist mein Schema? Wer hat mein Schema versteckt? Ist das wohl unterirdisch? Oder zumindest nicht da oben. Ich sehe schon, den Trick auf der Mauer, den haben sie schon mal gebracht. Da falle ich jetzt nicht nochmal drauf rein. Nur gucken, wie wir konkret auf die Mauer hochkommen. Aber das packen wir. Da haben wir schon ganz andere Sachen gemeistert. Wunderschön. Das war das letzte Teil von der Schatzsuche, die ich noch offen hatte. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich noch die anderen Karten herbekomme. Neben den Überlegenen fehlen ja noch, also neben den Verbesserungen fehlen ja noch ein paar überlegene und meisterliche Sachen. Und ja, wenn ich die Karten gefunden habe, geht es dann weiter. Wir sind sowieso am Ende einer Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss.